So, hallo und herzlich willkommen beim neuen Video bei Willi noch 15. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Genau vor einem Jahr, so circa vor einem Jahr, habe ich genau auch hier gesessen und habe den Vetikutierer von Aldi vorgestellt. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr euch das mal hier oben anschauen. Das Video, falls ihr noch Interesse habt, im Garten zu vertikutieren. Heute geht es eigentlich um, ja, was ich mir eigentlich schon lange gewünscht habe. Eigentlich habe ich mir mal diesen Traum erfüllt, weil ich einfach mal in diese Klasse einsteigen wollte, und zwar ein Nähroboter, der jetzt am 2.4.2020 im Angebot bei Aldi war für 349 Euro. Und schaut mal, was vor dem Markt morgens um 5 vor 8 los war. Da war aufgrund auch von dieser Corona-Geschichte sehr viele in einer Schlange. Also man durfte nur mit einem Wägelchen rein, Abstand, natürlich Wagenlänge 1,50 Meter bis 2 Meter. Und man musste sich alle in eine Reihe aufstellen, um den Abstand zu wahren. So sah es also 5 vor 8 aus. Und dann ging es natürlich auch schon los in den Markt, und ich hatte natürlich die Befürchtung, die stürmen jetzt alle den Mähroboter. Aber ist so ein Mähroboter auch begehrt? Ist das ein heiß begehrtes Gerät, was man jetzt nur bei Aldi bekommen kann? Wie funktioniert dieses Gerät? Welche Klasse ist es? In dem Sinne, für wen ist es geeignet? All die Fragen werde ich euch in diesem Video und in einem Folgevideo beantworten, weil ich möchte heute nur mit euch mal eben ein Unboxing machen, um zu zeigen, was ist in diesem Karton, was bekommt man jetzt für 349 Euro und welchen Zweck erfüllen die Dinge da in dem Karton. Dazu möchte ich noch sagen, bietet Aldi noch eine Garage an, eine Mähroboter-Garage, die man aber nur komischerweise nur online kaufen konnte. Und diesen Mähroboter von Ferrex konnte man nur in den Filialen kaufen, was natürlich gerade zu dieser Zeit, hier Corona-Zeit, fand ich das ein bisschen abwegig, aber man musste in die Märkte, um sich so einen Roboter zu kaufen. Bevor wir jetzt zu dem Roboter kommen, möchte ich noch mal ganz kurz sagen, also dieses Modell von Aldi, das ich jetzt hier, dieser Firmenname nennt sich Ferrex, ist gleichgestellt mit demselben. Was wollt ihr denn jetzt hier drin? Was wollt ihr denn jetzt hier? Hier ist, ihr könnt hier nicht sitzen bleiben. Pippi. Also dieses Modell Ferrex ist also gleichgestellt mit den Modellen von Garden Feeling R800 Easy und den Yard Force SA800 Pro. Ich habe diese beiden Ausweichmodelle auch unten nochmal in der Videobeschreibung verlinkt. Wir schauen uns jetzt erstmal die Packung an, was so geboten wird in diesem Karton, also ein reines Unboxing. Und dann werde ich nochmal ein Video machen, wo ich diesen Mähroboter installiere, vom Begrenzungsdraht verlegen bis der Software-Einstellung und dann Erfahrungswerte sammeln, inwieweit der bei einer vollen Akkuladung kommt. Ich hole mal diesen Karton rein. So, ich schiebe ihn mal hier durch. Tiffy, geh mal ein bisschen weg. Also, das ist der gute. 800 Quadratmeter ist natürlich schon eine super Leistung. Ich spreche mal ganz kurz über die Vorteile und die Nachteile, die mir jetzt so abrupt eingefallen sind. Die Vorteile fürs Rasenmähen, die mich dann nachher auch hingebracht haben, nach langen Jahren sich mal einen Mähroboter zu kaufen, ist einerseits, ich habe keine Abfälle mehr. Das heißt also, so ein Mähroboter häckselt dieses abgeschnittene Grün so fein, dass es zwischen den Halmen als quasi als Dünger auf den Boden fällt. Man hat eine Zeitersparnis, man braucht jetzt nicht mehr selber mähen, ne? Also man hat immer einen frisch und vor allen Dingen einen kurzen Rasen. Der Preis ist natürlich gut. Er besitzt hier auch einen Stoß- und einen Regensensor und eine Diebstahl- und eine Kindersicherung. Die Nachteile bei diesem Mähroboter sind, er hat keine App-Unterstützung, also man kann ihn nicht per App einstellen, und er hat auch kein Display. Bei ihm kann man auch keine Mähzeiten am Tag oder in der Woche einstellen. Da wäre man natürlich mit dem Praxistest
und bei der Installation noch näher darauf eingehen, wie weit man da die Arbeitszeiten einstellen kann. Mit einer Akkuleistung schafft der Mähroboter 80 Minuten Arbeit und muss danach natürlich wieder 1,5 Stunden ans Ladegerät. Die Fahrgeschwindigkeit liegt bei 0,4 Meter pro Sekunde. Soweit zu den ganzen Vor- und Nachteilen bei diesem Modell hier von Aldi. Wir schauen uns jetzt mal die Packung genau an. So, dann schauen wir uns jetzt mal den Deckel an. Die Firma heißt jetzt hier Ferrex. Der 800 Easy Plus für eine Rasenfläche 800 Quadratmeter geeignet, inklusive Regensensor und Stoß- und Hebelsensor. Das heißt 4 Tasten zur einfachen Programmierung der Arbeitszeit, maximale Steigerung im Arbeitsbereich 35% mit Zugriffsbeschränkungen durch PIN-Code, das ist also eine Diebstahlsicherung. Schnitthöhe ist von 20 bis 60 mm stufenlos einstellbar, Batterien oder Akkus. Schnittbreite ist 18 cm und das ist nochmal die Schnitthöhe, also stufenlos einstellbar, Umdrehungen pro Minute, die Messer dann quasi haben. So, im Seitenteil ist auch nicht viel mehr anders, ist alles also mal beschrieben, aufgedruckt. Hier ist nochmal eine Zeichnung, wo was sitzt hier. Ist also diese höhenverstellbare stufenlos. Dann haben wir hier die 4 Tasten zur einfachen Programmierung der Arbeitszeit. Ist natürlich, man muss ganz ehrlich sagen, für Einsteiger, die noch nie so einen Mähroboter hatten, eine ideale Geschichte und sehr unkompliziert. Und man braucht nicht unbedingt dann ein Handy haben, um mit einer App dann diese Zeiten detaillierter einzustellen. Regensensor und Ladekontakt, damit er dann in die Ladestation, die hier auch mit enthalten ist, quasi reinfahren kann und geladen wird. Ne? Also wir haben dann hier nochmal Service, dann haben wir 3 Jahre Garantie. Ist also auch dann hier nochmal TÜV geprüft und GS-Sicherheitszeichen, sehr wichtig. Also das ist schon mal deutsche Qualität, sag ich mal. Und das wäre jetzt erstmal von der Außenfläche an Daten, die wir haben. Jetzt geht's in den Innenbereich. So, jetzt werden wir mal in den Karton schauen und mal sehen, was wir da für unsere 349 Euro bekommen. Das könnt ihr mich weniger sehen, aber dafür den Kartoninhalt. Jetzt macht ihr dieses Package hier auf. Ihr seht jetzt solche Pappstreifen hier, die kann man rausnehmen. Wozu dienen diese Streifen hier? Das sind also die 40 cm. In diesem Abstand muss man zur Rasenkante 40 cm Abstand den Begrenzungsdraht legen. Wir haben 2 Pakete. Was beinhaltet das? Schauen wir mal eben rein. 1, 2, 3, 4 dieser Nägel, um diesen Begrenzungsdraht zu fixieren auf dem Rasen. Die schlägt man also, oder klemmt man mit dem Draht zusammen und schlägt den dann in den Rasen ein. Ein Ersatzklingenset haben wir hier und 150 Meter Begrenzungsdraht. Dann haben wir eine 2. Packung, die beinhaltet ein Trafo, den also an dieser Ladestation anzuschließen. Und das ist auch nochmal 9 Meter langes Elektrodraht. Drin liegt auch eine Bedienungsanleitung. Nein, doch. Oh. Und die werde ich mir die nächste Zeit zu Gemüte führen und euch berichten, wie man das Ding hier auf jeden Fall super installiert und programmiert. Und dann kommen wir eigentlich schon zum eigentlichen Kernpunkt, den Mähroboter. Ich kann also jedem nur empfehlen, den Karton aufzubewahren, um ihn nachher auch einwintern zu können. Hier ist das gute Stück. Jetzt müssen wir das Ding erstmal vorschriftsmäßig auspacken. Erstmal die Folien hier ab. Selbe hier auf der anderen Seite. Und hier zeige ich nochmal ganz kurz. Seht ihr die Messer? Die hängen also mehr oder weniger lose da dran. Die sind also beidseitig scharf, also wie Rasierklingen auf beiden Seiten scharf. Da öffnet sich hier die Klappe und hier kann man also ganz prima jetzt
die Arbeitszeiten einprogrammieren. Also hier seht ihr an dem Ding genau die Eingabefelder, was die jetzt im Einzelnen zu bedeuten haben. Das werden wir in dem Praxisteil noch erfahren. Hier kann man also auch die Höhe einstellen, die Schnitthöhe. So, und dann kommen wir zur Ladestation. Letztendlich einfach nur ein Brett, was eben mit den beigelieferten Nägeln hier fixiert werden muss in dem Erdbereich. Also wird das dann hier mit Plastiknägel fixiert. Hier werden dann die Drähte verlegt, wenn ihr das genau sehen wollt hier, der dann quasi nur noch hier an diesen beiden Klemmen angeschlossen wird. Dann fährt er hier in die Station und ladet. Hier ist also dieses Kabel. Das wird dann mit dem Stromkabel, was dabei ist, nachher verknüpft. Ne? Also hier einfach eingesteckt. Ja, und das ist eigentlich so alles, was der Mähroboter zu bieten hat. Ich werde das installieren mit euch zusammen im nächsten Teil, im zweiten Teil. Und ja, ich hoffe, ihr seid dabei. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst mir ein Däumchen nach oben da und abonniert den Kanal, um das nächste Video nicht zu verpassen. Ansonsten, wenn ihr Fragen habt, einfach mal unten in die Kommentare reinschreiben. Vielleicht kann ich euch die beantworten. Mähroboter von Aldi, 349 Euro, gut oder schlecht? Für wen ist er am besten geeignet? Werden wir im nächsten Teil erfahren. Ich sage auf Wiedersehen, tschüss und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, ciao.